Das heißt, ich werde das ganze Spiel mit dem jetzigen Balken durchspielen. Also ich werde es versuchen. Ich habe es bisher noch nie versucht. Das heißt, ich weiß nicht, auf was ich mich jetzt hier genau einlasse. Ich vertraue einfach auf die Fähigkeit, dieses Spiel bereits so oft durchgespielt zu haben, dass ich mit den Gegnern auch so fertig werden kann. Gut, gerade sieht es nicht so aus, ehrlich gesagt. Geh weg. Danke. Ja, super. Jetzt geht er hoch. Danke, okay. Ja, ich hoffe auch, die Steuerung ist richtig. Das werde ich gleich sehen. Denn gleich bekomme ich meine erste Ability, die Zero mir aufgetragen hat, zu sammeln. Da ist er. Also, die Kapsel. Und wer ist drin? Was glaubt ihr? Ja, es ist Dr. Light. Wer könnte es besser als Dr. Light? So, you've come. X, I gave you the ability to choose your own path in life. Moment, er? Na. And I hope the world would allow you to choose a peaceful one. But now it seems that you ate destiny to fight. You are destiny to fight. You ate to ask, you know. Because I thought the world might need a new champion. I have hidden capsules like this one. If you find and use them, you will be able to increase your powers beyond anything the world has ever known. Step into this capsule and receive an acceleration system to boost your speed, oder so. Good luck, X. So, wir springen jetzt in diese Kapsel und kriegen unsere erste Fähigkeit. Achtet auf meine Füße. Achtung, Achtung, Achtung. Jo, sie sind weiß. Und nun können wir so toll auf den Boden rutschen. Ja, super, ich liebe diese Fähigkeit. Deswegen, erstens ist das der Grund, warum ich diese Stage immer zuerst mache, um die tollen Boost-Schuhe zu bekommen. Aber nicht nur, denn wie gesagt, Chill Pinguin ist ein Eisgegner und er ist irgendwie einfach. Er sieht auch im Vergleich zu seinen Kompanen ziemlich mickrig aus, der Gute. So, ja, wie, man komischerweise merkt, wenn man die anderen Mega-Man-Teile kennt. Wer von euch... Ah, ich hätte den Roboter nehmen sollen. Ah, ich gehe nochmal zurück, um euch zu zeigen, was passiert, wenn ich diesen tollen Roboter nehme. So. Ah, genau. Wer die anderen Mega Man-Teile gespielt hat oder sich sie angesehen hat, von anderen Let's Playern vielleicht, der wird merken, Capcom ist definitiv pinguinfeindlich. Ja, denn wie, ich glaube, Funk Royal hat es in einem seiner Mega Man 3 Let's Plays, in dem Mega Man 3 Let's Play, in irgendeinem Video, ich glaube in der Gemini Stage war es, angemerkt, dass überall kleine Pinguine rumfliegen, die er töten muss. In meinem, im ersten Teil, in der Iceman Stage, sind auch kleine Pinguine mit Propellern, die sind so niedlich, aber man muss sie umbringen. Und hier Mega Man X, der einfachste Gegner, also ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das ja auch nur so, aber ich denke schon, man kann sagen, der einfachste Gegner in Mega Man X ist und bleibt Chill Pinguin, ein Pinguin, diese verdammten Pinguinhasser. Wie auch immer, da ist er schon und bereit zu sterben. Ja, von dem Eishoch lassen wir uns besser nicht treffen, diese kleinen Dinger können wir wegpusten. Wenn er das macht, immer schön an die Wand. Genau, einer der besten Neuerungen überhaupt, also was heißt Neuerung, einer der besten Sachen in Mega Man X, dass wir Wände hochklettern können. Ich liebe diese Fähigkeit. Und wie ihr seht, Chill Pinguin hat absolut keine Chance gegen uns. Denn er ist einfach schwach. Anders kann man es nicht sagen. Ich glaube, es gibt in keinem anderen Mega Man X-Teil so einen einfachen Gegner wie Chill Pinguin. So, jetzt kommt ein gnadenloser Feinestoß. Ah, ich werde ihn so aussehen lassen, als würde ich ihn ins Gesicht schlagen. Bam! Okay, verdammt, das lasse ich lieber bleiben. Na gut, dann haben wir ihn eben so besiegt. Piu, 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 piu. So, der erste Boss wäre geschafft. Und jetzt bekommen wir, was war's noch gleich? Eis-Shotgun. Ja, Eis-Shotgun kriegen wir, glaube ich, jetzt. Und Mega Man erstrahlt in einen wunderschönen hellblau-gelb. You get Shotgun. Ja, Shotgun-Eis dann eben. Shotgun-Eis hört sich irgendwie komisch an. So, jetzt können wir kleine kleine Schneeflocken schießen. Ja, unglaublich. Naja, gut. Ich mache dann jetzt auch mal Schluss und lade den ersten Teil hier hoch.
Tsushimaru. Bis bald.